In diesem Video sehen wir jetzt zwei andere Funktionen, die auch sehr praktisch sind, wenn man irgendwelche Matrizen miteinander manipulieren möchte. Und zwar Concatenate und Stack. Das sind die zwei Hauptfunktionen, die wir dafür nutzen, um zwei Matrizen miteinander irgendwie zu verschmelzen oder verschweißen sozusagen. Das ist ähnlich wie Insert und Insert kann man tatsächlich auch dafür nutzen. Aber die hier sind ein bisschen einfacher, wenn man es tatsächlich zwei verschiedene Arrays hat, also zwei größere Matrizen und die dann wirklich miteinander einfach verschmelzen möchte. Wie funktioniert das? Ich habe mir jetzt erstmal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar diesmal zwei Matrizen, A und B. A besteht aus, genau wie im letzten Video, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zwei Zeilen. Und B besteht aus 10, 20, 30, 40, 50, 60, damit man sie gut unterscheiden kann, was aus A und was aus B kam. Auch wiederum zwei Zeilen. Das heißt, ich habe im Moment die absolut die gleichen Dimensionen. Und rein theoretisch können wir sie jetzt entweder aufeinander tun, das heißt alle als vier Zeilen oder als vier Spalten. Das ist je nachdem, wie man sich hinstellt, könnte man sie rein theoretisch zusammenschmelzen, verschmelzen. Wie funktioniert das? Eine Möglichkeit ist, die Funktion concatenate zu nutzen. Concatenate. Und zwar, indem man np concatenate nimmt. Dann ganz wichtig, muss man die Matrizen, die man miteinander verschmilzt, man kann übrigens sehr viele machen, also nicht nur zwei, sondern zwei, drei, zehn, 20, muss man allerdings in zusätzlichen runden Klammern setzen. Das heißt A, B. Und wenn man jetzt einfach das hier macht, dann können wir ja mal gucken, was passiert. Er hat sie untereinander gepackt. Das heißt, statt zweimal drei Spalten habe ich jetzt viermal drei Spalten, also vier Zeilen habe ich davon bekommen. Das funktioniert, das ist entweder, indem man entweder den altbewährten Parameter axis gar nicht setzt oder eben auf 0 setzt. Dann macht er eben, dass es neue Zeilen. Genau das Gleiche kann ich allerdings auch erreichen, also nicht genau das Gleiche, sondern wenn ich es umgekehrt haben möchte, Entschuldigung. Wenn ich das als Spalten nebeneinander verschmelzen möchte, dann muss ich der Concatenate-Funktion als Axis 1 weitergeben, also wieder für die Spalten. Und hier sieht man, okay, da sind jetzt zwei lange Zeilen geworden mit jeweils sechs Spalten. So, das ist die Funktion Concatenate. Dann gibt es die Funktion Stack. Stack hört sich erstmal eigentlich fast genauso an wie davor. Es gibt wie Concatenate. Es gibt allerdings einen sehr großen Unterschied und zwar einen ziemlich gemeinen Unterschied, finde ich, der auch nicht ganz so gut dokumentiert ist. Also man findet ihn durchaus in der Dokumentation, aber nicht so prominent, wie man sich das wünschen würde, als Vorsicht, Flash, Flash. Denn das Problem ist, wenn ich Concatenate benutze, gucken wir uns doch mal diese beiden Matrizen, die resultierenden Matrizen, genauer an. Er hat die Anzahl der Dimensionen beibehalten. Davor hatte ich zwei Dimensionen und jetzt habe ich auch wieder nur zwei Dimensionen. Wenn ich stattdessen Stack benutze, versuchen wir das jetzt einfach, und AB nehme, dann sieht man etwas ganz Merkwürdiges. Es sieht anders aus. Ich mache das Fenster mir ein bisschen größer, damit ich das klar und deutlich sehe. Das ist, was aus dem Concatenate rausgekommen ist. Und das ist eine schöne neue Matrize mit zwei Dimensionen, die vier Zeilen hat. Und das ist, was mit Stack rausgekommen ist. Der hat die Dimension erhöht. Jetzt habe ich hier am Anfang dreieckige Klammern. Das bedeutet, ich habe jetzt drei Dimensionen. Das heißt, er hat beide Matrizen genommen und sie als verschiedene Layers sozusagen übereinander gestapelt. Man kann sich das auch so vorstellen wie zum Beispiel ein XY-Koordinatensystem, wo die Z-Dimension jetzt dazugekommen ist. Ich hatte zwei verschiedene XY-Daten und die habe ich jetzt aufeinander gestapelt. Deswegen heißt es auch Stack, also stapeln. Das kann man wollen, muss man aber, das ist sehr praktisch, dass wir beide Möglichkeiten haben. Viele Anfänger sind aber ein bisschen verwirrt, was ist Stack, was ist Concatenate und glauben, die tun genau das Gleiche.
Und später hat man Probleme eben bei den Dimensionen, weil sie mehr geworden sind. Und natürlich kann ich auch Stack mit einer verschiedenen Dimension eingeben. Mal gucken, was jetzt passiert, wenn ich Stack mit Axis gleich 1 versuchen würde. Das ist auch ziemlich crazy übrigens, was da rauskommt. Gucken wir uns das mal an. Davor hat er beide Matrizen aufeinander gelegt. Und jetzt hat er beide Matrizen sozusagen nebeneinander gelegt. Das ist wieder dreidimensional, aber er druckt es ja danach sozusagen in dieser Reihenfolge, also von unten nach oben, wenn man sich das so vorstellen möchte. Aber er hat beide Matrizen so reingelegt und danach so ausgedruckt. Das heißt, die neue Matrize sieht ein bisschen anders aus als die davor. Nämlich die eine Dimension besteht aus der ersten Dimension, aus der ersten Zeile der ersten Matrize und aus der ersten Zeile der zweiten Matrize. Und dann beide von den zweiten Zeilen. Und hier war es eben umgekehrt. Das muss man auch nicht vergessen. Und dann gibt es noch zwei Funktionen, die ich für sehr verwirrend halte. Aber es ist vielleicht auch eine Geschmackssache. Die nennen sich V-Stack und H-Stack. Das hört sich so an, als ob es fast das gleiche wäre wie die Stack-Funktion. Der Unterschied ist tatsächlich, dass V-Stack und H-Stack eigentlich Varianten von der Concatenate-Funktion sind. Deswegen sage ich auch, dass das verwirrend ist, weil der größte Unterschied, ich erinnere Sie nochmal gerne, Concatenate behält die Anzahl der Dimensionen, nicht wie viele Elemente da drin haben, wie viele Zeilen und Spalten, sondern die Anzahl der Dimensionen. Und Stack erhöht die Anzahl der Dimensionen. V-Stack und VH-Stack erhöhen sie nicht. Versuchen wir es doch mal einfach. Ich sage hier, sagen wir mal Vertical Stack, also V-Stack wie Vertical. Und danach wieder A, B. Schauen wir mal, was passiert. Es ist genau das gleiche wie Concatenate zu benutzen. Zwischen A und B. Also es ist das hier, ist eigentlich genau das gleiche wie das hier. Und natürlich kann man genau das gleiche auch mit H-Stack machen. Die werden dann nebeneinander gelegt, also horizontal. H-Stack ist horizontal. Die werden dann nebeneinander gelegt. Das ist eigentlich sogar ein bisschen einfacher als mit Concatenate. Concatenate hat allerdings noch ein paar andere Parameter, die ich hier nicht besprechen möchte, weil es ein bisschen das Video sprengen würde. Das kann man sich aber online auch nochmal in der Dokumentation doch mal angucken. Die Dokumentation ist in der Regel sehr zu empfehlen, sich das durchzugucken, bevor man irgendeine Funktion eigentlich überhaupt benutzt. Dankeschön.